Okay Leute, mal einen kurzen Überblick über meinen kleinen Umbau. Hier könnt ihr das Regal sehen, wo ich meine ganzen Teile drin habe. Gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. So, und mir hat halt die ganze Zeit der Platz gefehlt. Und da habe ich jetzt ein bisschen umgebaut. Hier ist in Zukunft meine Airmag-Ecke mit den Airmag-Geräten. Und da steht noch ein Karton. Dieser Karton wird in den nächsten Tagen ausgepackt und ein Unboxing-Video mache ich dazu. Das geht um die Airmag 3. Das ist das Einsteigergerät von Airmag. So. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte ein letztes, wirklich ein letztes Video mit der Übersicht über die Teile, die ihr bei mir im Shop beziehen könnt, machen. Gleichzeitig wird auch hier die jeweilige Anwendung gezeigt und erklärt, sodass jeder genau weiß, was kann ich mit was anfangen. Mit dem einfachsten und wichtigsten fangen wir an, das sind die CBN-Räder. Ich habe die CBN-Räder von 80 Grit über 160. Immer dann 400er und last but not least das 1000er. So, das 1000er und das 1000er und das 400er haben runde Ecken hier. Das ist wichtig, wenn man stark gebogene Messer schleifen will. So, dazu kommt mein Rockhard Filzrad. Das können alle in Europa, in der Europäischen Union, bei mototechnica.de bestellen, im Shop. Der Otto, der macht alles möglich für euch, also der ist echt super. Alles, was außerhalb der Europäischen Union ist, also sagen wir Schweiz, Norwegen, die USA, Kanada, Neuseeland, egal wie, die können das bei mir bestellen. Ich habe welche vorrätig. Ich kann das mal zeigen hier. Die habe ich aber nicht in meinem Shop, weil ich möchte dem ja keine Konkurrenz machen in Europa. Und ich werde auch in Europa keine verkaufen, also in der EU, nur außerhalb der EU. Alle Räder, die ich vertreibe, haben mittlerweile nicht mehr nur gebohrt, sondern eine Hülse. Das erleichtert das Rauf- und Runtermachen extrem. Auch mein schon benutztes Rad habe ich ihm noch mal geschickt, um so eine Hülse einzubringen. Das macht einfach Sinn. Zu dem Filzrad zeige ich nachher noch was. So, und dann natürlich noch den Japanstein, den benutze ich auch zum Schleifen. Okay, aber jetzt kommen wir gleich zu den kleinen Teilen. Dazu baue ich die Kamera kurz um. Und dann sehen wir weiter. Ach übrigens, vielen Dank für die kostenlose Werbung auf Knife Grinders. Hier wird behauptet, ich verkaufe irgendwelche Klone oder sonstiges oder Kopien oder sonst was. Ich kann hier ganz klipp und klar sagen, die Räder von mir und die Räder von ihm kommen genau vom gleichen Hersteller, haben genau die gleiche Qualität, sehen genau gleich aus. Nur auf dem einen ist sein Logo drauf, auf dem anderen mein Logo. Und ich glaube, der ganz große Unterschied, weshalb er das auch merkt, dass ich die jetzt auch verkaufe, ist, ich kann jederzeit liefern. Also ich meine, ja, lassen wir es gut sein. Ich habe alle Räder hier auf Lager. Bei mir dauert es maximal 4-5 Tage, nachdem ich das Geld habe, bis ihr die Räder habt. Mehr kann ich nicht sagen und mehr mag ich auch nicht sagen. Okay. Jetzt baue ich kurz um und dann zeige ich euch mal die Kleinteile noch und auch die Anwendung. Okay, bis gleich. So Leute, dann legen wir mal los. Anfangen will ich hier mit der Toolbar. Die entspricht in etwa der US 430 von Tormek, hat aber etwas andere Maße. Also die Länge sind 43 cm, glaube ich, und die Höhe sind 23 cm. Also es gibt kein Messer, das ihr damit eigentlich nicht schleifen könnt. Dazu gibt es so eine große Überwurfmutter.
Die geht einfach viel schneller, viel leichter zu drehen. Und auch hier, das Adjust ist viel besser, weil ich viel größeren Griff habe. Ich habe sogar Leute, die haben schon die Mutter alleine bei mir bestellt. Also 10 Stück zum Beispiel. Dazu kann ich gleich was kommen. Und zwar haben wir hier ja diese Front Wheel Base. Ja? Vorher war es immer so gewesen, wenn ich hier messen möchte, dann kamen die Stäbe von der Frontwheelbase, die kamen bis hier hinten raus und haben mich eigentlich gestört. Also was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Sache etwas kürzer gemacht, die Stäbe, weil ich brauche die da hinten ja nicht. Und jetzt kann ich dann auch schön mit dem Messschieber, wenn ich den aufmache, hier schön nach unten messen aufs Gehäuse. Und vorher war hier immer der Stab noch. Das hat mich gestört, deswegen sind die Stäbe jetzt etwas kürzer geworden. So, das ist die Toolbar. Die Frontwheelbase, wenn ich von der anderen Seite schleifen will, ist klar. So, dann kommen wir zu einem Goodie, das ich gemacht habe. Und zwar ein Adapter, um ein zweites Rad zu montieren. Viele Leute von euch gehen auf Farmers Market oder Wochenmärkte oder sonst was zum Schleifen, zum Messerschleifen. So, und jetzt hat er hier das 400er drauf. Und dann kann er doch einfach hergehen und hier das 1000er noch drauf machen. So. Und wenn ich jetzt hergehe und nehme anstatt dieser Toolbar meine zweite Toolbar, die ich gemacht habe, nämlich, hier müsst ihr euch jetzt die Muttern auch vorstellen, die hat übrigens zwei Muttern. Warum? Wenn ich jetzt hier mal festmache. So, jetzt wird hier die Mutter auflegen. Schaut mal, da ist ein bisschen Spiel drin. Ja, das ist einfach so. Das mag hier ein Millimeter sein, was das runter hängt. Das wären dann aber hier außen beim Rad, wären das so 3 bis 4 Millimeter. Und dann stimmt natürlich der Winkel meiner Schleifsoftware nicht mehr. Folglich habe ich hier zwei Muttern. Ja, und kann die Höhe zweimal messen, dann bin ich ganz sicher, dass das auch alles stimmt und dass ich von dem auf das Rad wechseln kann, ohne dass ich irgendeinen Winkel verstellen muss. Also, diese Toolbar, ich fahre mal ein bisschen rüber, so, die ist also breit genug, um praktisch hier ein Messer anzufangen, da ein Messer weiterzumachen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Ich mache es noch ein bisschen weiter runter. Habe ich irgendein Messer eingespannt, ja. Also, wenn ich jetzt hier bin, zack, und ich kann genauso gut hier fahren und ich komme auch nicht mit dem in Verbindung. Ich muss natürlich ein bisschen anheben, ja, aber das geht auf jeden Fall. Ich habe viele Leute, die das machen und die sind alle sehr begeistert. So, das weg. So, jetzt weiter. Das ist also dieser Adapter für das zweite Wheel. Das ist übrigens ein CNC gedrehtes Teil. Also der Rundlauf ist absolut, ja, es hat noch nicht ein einziger Nutzer hat sich beschwert, dass irgendwas nicht funktioniert. So Leute, jetzt habe ich die ganze Maschine gedreht. Jetzt wollt ihr von hinten schleifen und zwar mit der Schleifrichtung. Ja? So, ihr habt jetzt hier ja, euer Tausenderrad drauf oder was auch immer. Oder den Japanstein natürlich. Den Japanstein bitte, das muss ich extra noch mehr erwähnen. Bei Tormek finde ich nirgendwo eine Warnung, dass man den Japanstein nicht gegen die Schleifrichtung benutzen soll. Ich mache das für Tormek hier. Ich weiß, ich könnte damit anecken oder sonst was, aber das ist mir egal. Ich habe schon jede Menge Meldungen, dass den Leuten das Gleiche passiert ist wie mir. Leute, bitte, never ever, niemals den Tormek 4000er Japanstein gegen die Schleifrichtung schleifen. Immer mit der Rotation des Rades. Wenn ihr eine Sekunde nicht aufpasst, dann hakt euer Messer ein und dann haut es das ja Richtung euch zurück. Ich hatte eins hier im Oberschenkel stecken. Ja? Nicht tief, ja, muss ich ehrlich dazu gestehen, aber das hat geblutet wie Sau. Und ich weiß von Leuten, die sich fürchterlich einen Finger geschnitten haben dabei. Und zudem ist euer Stein noch kaputt. Also da könnt ihr gleich mal 5, 6 mm runternehmen von dem Stein, nur weil ihr eine Sekunde nicht aufgepasst habt. Also bitte den Japanstein nur mit der Schleifrichtung benutzen. So, wenn wir jetzt hier hinten sind und jetzt
schleifen wir hier, muss kurz aufmachen, schleifen wir hier auf dem Japanstein, zack, 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 schön blank. So, ich nutze ja nach dem Japanstein mein Rockhard-Filzrad. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar zum Entgraten. Ja. Ich mache mein Lederrad runter, nehme mein Rockhard-Filzrad, Moment, hier ist es, nehme eine von mir gebaute, wartet, ich muss kurz eine herholen, schlecht vorbereitet, aber es ist nicht weit. Ich habe, so wie den zweiten Wellenadapter, habe ich nochmal einen Adapter gemacht, für, speziell für das Filzrad, also für 3 cm breite Räder. Den schraube ich hier drauf, mache mein Filzrad drauf. Das geht jetzt auch ganz einfach durch die Hülse. Dreht das mit dem ganz normalen Lederradknopf fest. So, und kann jetzt hier auf dem Filzrad so einfach weitermachen. So, und mein Messer entgraten. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die ich bevorzuge, die sieht folgendermaßen aus. Ich nehme mein Rockhard-Filzrad, das ist jetzt ein neues gerade, lass diese Adapter im Rad drin, nimm eine von meinen Muttern oder nimm irgendeine ganz normale Mutter. Ich werde die nächsten Adapter werde ich 5 mm länger machen lassen. Warum? Da war damals hier diese Unterlegscheibe bzw. das Teil dieser Hülse noch nicht mitgerechnet. Die nächsten werden 5 mm länger, aber das geht auch so. Ich lasse das hier drin praktisch und kann dann, warte, ich muss den mal kurz runter machen wieder, und kann dann einfach, wenn ich auf mein Filzrad gehen möchte, setze ich hier an, schraube das fest, das war's, und jetzt sitzt das und läuft das. Ja? Und genauso kann ich es natürlich auch wieder runter machen. Wenn das jetzt etwas zu fest sitzt, dann hat ja dieses Filzrad hier hinten, kann ich ganz einfach mit einem 22er Schlüssel reingehen und dann geht das auch wieder ganz normal runter. So, und dann habe ich mein Filzrad wieder da. Ja, so. Das war das. Was haben wir noch hier ganz neu reinbekommen? Eine Filzscheibe, die ist flinthart, also das härteste, was geht. Die hat auch eine Hülse drin. Und die ist hier oben, ist die 3 mm stark. Wenn ich jetzt, ich muss mal kurz eins herholen. Moment, Leute. Ich brauche ein Brotmesser. Wenn ich jetzt so ein Messer schleifen soll, dann gehe ich hierher, ich habe hier hinten die flache Seite. Ja, so. Diese schleife ich auf meinem Japanstein oder auf dem Tausender hier ganz sanft an, mit einem möglichst flachen Winkel, so flach wie ihr einfach greifen könnt, wegen dem Jig, dass ihr nicht aufsetzt, bis ich hier in den serrated Teilen einen Grat habe. Wenn ich diesen Grat habe, dann mache ich das Rad runter und mache dieses Rad drauf. Oder ich mache es hier drüben drauf mit dem Adapter, geht auch. Vorher gehe ich her, tue hier oben diese Kanten, wie gesagt, das ist 3 mm, die Kanten etwas anfassen mit einem Schleifpapier, mit einem Sandpapier. So, dann habe ich hier runde Kanten und dann kann ich nachher, ich habe ja mittlerweile einen Bart hier in den Wellen, dann kann ich hier mit jeder einzelnen Welle drüber gehen, bisschen hoch, bisschen runter und poliere praktisch den Bart aus und zwar in dem Winkel, den das Messer auch hat. Wenn ihr keinen Winkel bestimmen könnt, dann nimmt so 35 Grad oder so, das passt immer. Das Ganze prüfen könnt ihr mit dem Wattestäbchen, ob noch ein Grad da ist oder nicht. Ja. Diese Messer werden irrsinnig scharf, glaubt mir das.
Das sollte man gar nicht glauben. Aber man muss halt wirklich jede einzelne Welle polieren. Und dazu ist so ein Rad notwendig. Auch das gibt es bei Mototechnica im Shop. Der hat das extra für uns Messerschleifer gemacht. Und auch hier könnte ich natürlich jederzeit diesen Adapter drin lassen. So könnte ich das dann immer nur mit dem Adapter hier drauf schrauben und wäre innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Ja, also das funktioniert einwandfrei. Und das ist dieses Filzrad für Wellenschliffmesser. So, das kommt auch wieder weg. So, und wie gesagt, diese beiden Filzräder verkaufe ich nur außerhalb der EU. Innerhalb der EU werden die alle über den Shop von mototechnica.de abgefertigt. Ich blende das auch unten ein. Der tut wirklich unheimlich viel für uns Messerschleifer. Der hat die ganzen Räder ins Programm auf eigene Gefahr mit aufgenommen. Ihr könnt bei dem auch wunderbar diese Diamantsprays kaufen. Ich belege also zum Beispiel mein Filzrad nur mit Diamantspray. Ich werde auch mir ein neues Lederrad holen und dieses auch mit Diamantspray mal belegen, weil ich bin also mit der Paste überhaupt nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ergebnis begeistert mich überhaupt nicht. Und deswegen probiere ich das mal mit Spray, das schlupft schön ins Leder rein. Also wie gesagt, der Adapter für die Filzräder, klar. So, was kommen wir jetzt? Jetzt kommen wir zu einem anderen Teil. Und zwar, ich mache es mal so rum, dann sieht man das besser. Beziehungsweise, nee, ich mache es so einfach. So. So, jetzt schleift ihr hinten im Messer. So, jetzt wollt ihr den Winkel kontrollieren. So, ich habe dazu schon ein Video gemacht, wie das funktioniert. Augenblick. So, ich habe da schon ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich hau den Link da mit rein. So, und wenn ihr jetzt das Messer schleifen wollt, dann könnt ihr hier mal schauen. Da habe ich jetzt eine Linie drauf. Moment. Nächste Item, was ich noch hätte, ja, das ist hier der Abstandhalter vom Alex, den kennen viele schon. Warte, zack, halt, ich bin andersrum, muss ich umdenken. So, die stelle ich mal kurz weg. Jetzt macht ihr eure Scheibe runter. Maschine geht in Ruhezustand, hat Feierabend, hier einen kleinen Spacer drauf machen und gut ist, der ist natürlich schon benutzt, aber so sehen die neu aus. Ja, das. So, und jetzt wollt ihr stark gebogene Messer schleifen. Jetzt zeige ich euch das mal, wie sowas aussieht. So, das nehmen wir mal hier rüber. Ihr wollt jetzt, warte mal, muss ich mal ein bisschen runter, dann sieht man das besser. Ihr wollt jetzt ein Messer schleifen. So, jetzt komme ich hier vorne hin, jetzt hebe ich das an, aber jetzt muss ich anfangen drehen und achtet mal drauf, wo ich jetzt gerade bin. Und wenn ich jetzt drehe, ja, schaut mal, von hier nach da rutsche ich zurück. Das Ganze passiert nicht mit diesem Teil. Und zwar mache ich meinen Laser mal kurz da rein, dann seht ihr auch die Anwendungsweise. So, ich muss die mal kurz gerade stellen, Augenblick. So ist ziemlich gut. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und ich mache das jetzt hier einfach mal fest, so. So, und jetzt gehe ich mit dem Laser dahin. So, jetzt seht ihr hier die Laserlinie, ja? Sieht man die? Ich denke schon. So, und wenn ich jetzt komme, ich bin immer auf der Laserlinie und jetzt drehe ich und hebe gleichzeitig an, fahre gar nicht mehr weiter, sondern ich drehe nur noch und bin immer mit dem Schleifen auf meiner Laserlinie und das passt und das geht sich aus, wenn ich hier rüberkomme, bei mir ist die Bewegung eigentlich automatisch und dann habe ich nämlich immer eine gleichmäßige Klinge, eine gleichmäßige Schneide von vorne bis hinten, die geht nicht hier vorne auf, wie das bei vielen passiert. Und dazu brauche ich dieses Teil und ohne das geht es nicht. Vor allen Dingen auch, wenn ich dann mal an extremere Messer komme, wie zum Beispiel so ein Messer.
Das geht ohne diesen PIN-Pivot geht das überhaupt nicht. Also den wird es bei mir geben im Shop. Die ersten zwei sind, glaube ich, diese Woche an mich rausgegangen. Und ich denke mal, bis zum nächsten Wochenende werde ich wahrscheinlich so um die 10 Stück an Lager haben. So, was kann der? Der misst euch den Schneidwinkel eures Messers, und zwar das Messer hält von alleine. Hier ist ein Magnet drin, da kann ich wunderbar messen. Da schalte ich das ein, dann habe ich meine vier Punkte und sehe genau, Moment, ich zeige euch das gleich mal ganz kurz. Und sehe dann zum Beispiel ganz genau, dass dieses Messer, Moment, das können wir mal kurz schauen, ein bisschen einstellen, so. Ja. Hier, ich zeige das mal kurz in die Kamera rein, vielleicht sieht man das. Seht ihr hier? Ihr seht jetzt auf beiden Seiten die Punkte, das zeigt, dass dieses Messer ist auf 15 Grad geschliffen. Und zwar, das hält von alleine. Ich brauche es nicht zu halten und dann immer die Hin- und Her-Wackelei und sowas. Das brauche ich hier nicht. Das Ding funktioniert einwandfrei. Den gibt es in zwei Varianten, einmal im Karton und einmal mit einer Box. In dieser Box, da ist er in einem geschäumten Teil drin und ist bombig aufgehoben. Und da hier eine Optik drin ist, habe ich beschlossen, ich werde das Teil wahrscheinlich nur in der Box verkaufen. Weil ich habe auch noch keine, ich bekomme aber eine. Ich habe mir eine bestellt, weil wenn der immer auf dem Tisch rumliegt, das ist nicht schön. Dann habe ich für Leute, die sehr viele Outdoor-Messer, Taschenmesser oder so, kleinere Messer schneiden oder Filetmesser oder so, hier ist der kleine Bruder. Übrigens, der große wird, glaube ich, 130 Euro kosten. So wie auf der Vetaco Homepage. Ich verkaufe das nicht teurer. Fertig. Hier, das ist der kleine Bruder für Taschenmesser, Filetmesser und so weiter. Da bin ich einfach in der Höhe hier des Messers, bin ich begrenzt. Aber das Ding ist ein nettes Gimmick, funktioniert aber genauso wie der andere. Nur, dass ich halt hier keinen Magnet drin habe. Und ich kann messen bis maximal 30, 35 Grad, dann ist vorbei. Aber für kleinere Messer hier optimal. Und ich glaube, das Teil kostet 40 Euro oder sowas. Ja, keine Ahnung. So, war sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Die Amax und so, die stelle ich wann anders vor. Jetzt war eigentlich alles das, was ich in meinem Shop habe. Und jetzt habe ich auch, jetzt brauche ich dringend Kaffee. Okay, Leute, soweit, so gut. Viel gequatscht, viel erklärt. Ich hoffe, das kam einigermaßen sinnvoll rüber. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte unten rein. Und ich werde das selbstverständlich wie immer beantworten. Ich wünsche euch allen was. Einen schönen Abend. Ciao.